Ja, so, jetzt haben wir die Schwerter und jetzt? Also die Schwerter, sage ich schon, die Schamanen. Jetzt müssen wir da hinten doch noch irgendwie weiter können, aber ich habe keine Ahnung, wie wir da weiterkommen. So, hier in diese Richtung. Das Tor haben wir ja offen. Mit dem einen Typi, der so, der uns die ganze Zeit wegrasiert, wenn wir da durch wollen. Außerdem müssen wir da durch diese Tür doch auch noch irgendwie durchkommen können. Haben wir hier oben noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Kann ich hier noch irgendwas machen? Von da hinten sind wir gekommen. Hier runtergegangen. Hier den rasiert. So. Können wir vielleicht doch irgendwie auf diese Steine hier schießen? Sind das doch Schalter? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur ein Hinweis dafür, dass man da drauf schießen soll. Soll hier irgendwie reinkommen? Aber wie? Da müssen wir auch irgendwie weiterkommen. Oder müssen wir an dem auch nochmal mit Fleischschwanze vorbei? Das ist natürlich möglich. Also hier kriegen wir auf. Hier ist noch ein Schamane drin. Hier haben wir wieder Schalter, aber wie kommen wir da rein? Kommen wir da hier durch rein? Vielleicht ist doch irgendwie hier noch was mit zu tun. Also. Muss ich den da oben doch noch irgendwie anschießen, ohne da drinnen zu stehen? Ja, das geht ja auch. Muss sich nur nach draußen stellen und da drauf schießen. So, ist jetzt hier zufällig eine Tür aufgegangen? Ja, aber ich höre hier irgendwie einen Stein, der sich bewegt. Der Stein bewegt sich hier. Wo geht hier gerade eine Steinwand auf? Hier drin? Geht hier drin irgendwas auf? Ja! Hä? Was bringt mir das? Ich meine, ja, ich könnte mich jetzt hier reinstellen. Ja, nice! So geht das. Aha. Kriegen wir da ja den fünften Schamanen. Jetzt geht hier wieder alles zu. Okay. Schnell raus. Nicht, dass hier auch noch die Spikes aufgehen. Das wäre ja Kacke. Sicher. So, speichern. Ah, eben einmal noch heile machen, wieder sich selbst. Also ich, mich. Und dann kaufen wir uns jetzt den fünften Schamanen. Hier drin. So, wir haben wieder Schalter. Wir nehmen wieder Farben. Ich habe keine Ahnung, was die Farben bedeuten. Ich drehe mal diesen Schalter zuerst. Wir gucken, ob das funktioniert. Das ist die erste Farbe von links. Jetzt dürfte da dann vielleicht irgendwie ein Viech. Nee, doch nicht. Das ist wieder so eine Schalterkiste. Oh, jetzt ist was passiert. Jetzt ist ein Dämon da. Jo, ist klar. Wähl den an! Mein Timing ist richtig grottig. Mein Timing ist so richtig böse. Oh Gott. Oh Gott. Na egal. So, nochmal speichern. Mit dem ersten Schalter ist nichts passiert. Dann nehmen wir jetzt mal diesen Schalter. Schauen, was wir da so kriegen. Da ist der nächste Dämon. Oh, wähl den an und guck den an. So, dann beginnt also jetzt wieder der neue Spaß mit dem Schamanen. Das ist ja spaßig. Warum nicht gespeichert? Ich muss erst mein Leben wieder voll machen. Ja, nehmen wir mal einen großen Trank. Noch einen
kleineren und einen ganz kleinen. So, das Leben soll. Nehmen wir noch Mana. Nochmal voll machen. So, speichern und nochmal so speichern. Und dann beginnt jetzt die große Action. Nee. Hä? Hä? Ich war mir sicher, dass jetzt hier der Schamane kommt, wenn ich den Schalter drehe. Hm. Ich verstehe diese Schalter auch einfach nicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Okay, jetzt haben wir drei Dämonen platt gemacht. Auf jedem Schalter. Oh, falsch. Da, Inventar wollte ich. Leben. Ja, hier geht's richtig rund. So, speichern. Wir haben jetzt an jedem Schalter einen Dämonen platt gemacht. Ich drehe diesen Schalter jetzt nochmal. Das ist der. Der dreht sich jetzt aber wieder zurück. Jetzt hier noch ein Dämon. Hä? Checke ich irgendwas nicht? Okay, da, gut, das hat ja, also die Dämonen werden sogar mittlerweile leichter. Die strengen sich schon gar nicht mehr an. Da kommt schon wieder einer? Hä? Also ich kann ich jetzt hier einfach. Bin ich noch nicht im Level hoch genug, dass ich das Spiel denkt, ja nee, den müssen wir noch ein bisschen pushen. Oder was passiert hier? Das kann doch nicht sein. Ich glaube, das ist buggy. Ich glaube, das ist buggy. Oder muss ich die in der richtigen Reihenfolge kaputt machen? Also erst den roten. Hier. So, da kommt gar keiner. Dann den gelben. Das war der hier, glaube ich. Ich glaube, ich muss die in der richtigen Reihenfolge aktivieren, die Schalter. Kann das sein? Und dann den rot. Nee, dann den blauen. Das ist der hier. Ich speichere mal. Weil jetzt kamen zweimal keine Dämonen. Oh. Ja, so läuft der Hase. Und die Tür ist offen hinter dem Typen. Jetzt müssen wir nur noch den Typen loswerden. Vielleicht können wir da den ersten Schamanentrick anwenden. Vielleicht ging genauso auch die erste Tür auf. So, ich will mal ausprobieren hier. Ich speichere nochmal. So, jetzt hier. Zack, einmal voll aufgeladen. Und noch ein zweites Mal voll aufgeladen hinterher. Und weg ist er. Yes! So viel zur Unsterblichkeit, ne? Hier. Also erstmal hier eine Tüte. Und dann hat er auch ein cooles Schwert. Nett. War nett mit dir. Eiskalt wegrasiert. Und dann haben wir hier wieder unsere coolen Freunde. Und noch einen Templer. Und der macht mächtig Aua. Okay. Da hinten, ja, kommen wir nicht so gut einfach durch. Aber wir müssen da hinten hin. Wir können hier nichts mehr machen. So, da haben wir den weg. Ich mach mal Mana auffüllen. Leben nochmal auffüllen. Und speichern natürlich. So. Nochmal so speichern.
Jetzt bin ich gespannt. Jetzt gehen wir mal in den Tunnel rein. Nee, erstmal den looten noch. Natürlich. Und nochmal speichern. Müssen wir nicht immer looten. So. Und wenn wir jetzt wieder Magie nehmen. Ich will eigentlich erst einen Templer da gerne raus haben. Okay, den Tempelwächter können wir da auch mal eben holen. Au, au! Au! Aua! Aua, du bist ja aber drauf gewesen. So. Oh Gott. Aber das könnte man mal auf einem Freitag oder Samstag machen, beim nächsten Gothic-Teil. Also hätte ich so eine Art Challenge-Run fände ich schon irgendwie witzig. Muss ich sagen. Ob jetzt nicht jedes Mal ein Glas Wein oder so, das finde ich übertrieben. Aber aber auch vor allem nur, wenn ihr mittrinkt, ne? Also alleine nicht. Das ist ja alleine saufen. Nee. So, dann jetzt hier den Tempeltypi. Der da, der war rechts im Gang, glaube ich. Fanatischer Templer. Jawoll! Ja, ich wäre schon jetzt schon hackedicht, ey. So oft, wie ich hier mal eben schnell auf die F5 drücke. Oh oh, ich habe da wieder irgendeinen Templer gehört. Oh, ich habe da schon wieder so einen Templer gehört. Okay, der Ork backt da rum. Da ist der Templer. Da ist der Templer, da ist der Templer. Na. Hä, wo ist er jetzt hin? Erstmal Bug benutzen. Dann noch schnell Mana wieder auffüllen. Das war vielleicht ein bisschen viel Mana, so viel haben wir gar nicht. Und der Templer ist auch weg. Wunderbar, wunderbar, den haben wir auch wegrasiert. Also wenn ihr speichert, wann ist das denn bitte? Das ist jetzt... Nee. Ich wäre ganz stark dafür, dass wir das Risiko zusammentragen. Ich trinke, wenn ich speichere, und ihr trinkt, wenn ich sterbe. Das wäre ein Deal.
zu haben. Ich hoffe, hier ist kein Templer mehr jetzt. Komm her. So, da haben wir das Leben auch wieder voll. Wie viel Mana haben wir? Na, ist noch gut, okay. Sieht gut aus. Boah, das sieht böse aus mit den ganzen Spikes. Erstmal hier aufräumen noch. Und uns fehlt ja auch immer noch ein Schamane. Und ich habe Templer gehört irgendwo doch. Ah, komm! Sicher hätte den Templer gehört, wie er sein Schwert zieht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich mich geirrt, das wäre natürlich angenehm. Ach, warum mache ich das denn? Ich habe doch Mana. Oh, da kommt doch ein Templer, ich wusste es. Nein, lauf, lauf! Oh, schnell abhauen. Abhauen, abhauen, abhauen. Aua! Oh, wie weit kommt der denn mit? Aua! Lass dich hier nicht mehr blicken! Gibst du auf? Back, back, back! Back, 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 back! Gibt's eigentlich ein Lied? Bestimmt gibt's da ein Lied für, ey. Wenn der Blödmann auch einfach stehen bleibt, kann ich auch nichts für. Also ihr entscheidet, wann ich speichern darf. Per Poll. Und ich darf euch nicht umbringen dadurch, dass ihr trinkt, wenn ich sterbe. Okay, das ist natürlich... Wow. Uff. Hm. Unten ist Lava. Alter. Wo bin ich denn hier? Ich weiß nicht, ob ich hier wieder rausklettern kann. Deswegen lasse ich es erstmal. Speichern. Hier rechts geht es zu der Lava. Ich gehe erstmal noch hier hinten hin. Gucken, was wir hier noch so finden. Und einmal regulär speichern. Okay. Okay, cool. Was ist das denn hier? Okay, hier ist auch Lava. Und da ist ein Templer. Der macht mächtig Aua, aber tut Aua. Lass dich hier nicht mehr blicken. Mhm. So, da müssen wir den Templer noch loswerden irgendwie. Okay, der ist weg. Der kam nicht so weit mit, der Feigling. Hm.
Also ihr wollt jedes Mal einen trinken, wenn aus Versehen ein Bug mir zu Hilfe kommt. Puh, ja gut, wenn ihr das meint, ist es natürlich okay. Ich will euch dann nicht aufhalten. Fanatischer Templer. So, den haben wir auch weg. Man könnte ja überlegen, ob man da vielleicht irgendwie sowas in der Art vielleicht tatsächlich mal macht. Ja. Okay, was haben wir hier denn? Ja, ist klar, ich wusste es. Die beiden machen mich kalt hier. Verdammt! Oh Mann! Fanatischer Templer. Nochmal gelootet. Wir sind voll mit Leben. Ich speichere jetzt hier nochmal. Und jetzt ist der Templer da nämlich nicht mehr in der Wand.